Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, hier sind wir wieder bei einer neuen Quest, diesmal nur mit dem Sunny. Das heißt, das kann nur schief gehen. Und schon ist er ganz leise. Der andere Kollege ist gerade noch beim Essen. Vielleicht kommt er mitten in der Quest nach. Wir wissen es nicht. Der hockt da ganz unten in der 14. Ist eine Miefnetz irgendwo zu holen? Ja, ganz in der Nähe. Beschäftigen mich hier eine Miefnetz oder wir versuchen auf ihn drauf zu kommen. Weil direkt neben der Spinne, Ragnaiki, die hieß die, glaube ich. Ja, nee, Kadaki hieß die. Da steht ja sogar noch links. Wie komme ich denn da hin? Direkt neben der Spinne, wir bekämpfen das Vieh zum ersten Mal und wir wissen nicht die Elementschwäche. Das Vieh steht direkt neben dem Frost, dem Flammenzerstörungsteil. So, wo hockst du, mein Teil? Habe ich irgendwas verpasst? Ich sagte gerade, meine Rutsche würde ich einfach alles schon im Zimmer sitzen bei der Riesenspinne und so. Dann höre ich uns auch mal draußen, ist da gar nicht wahr. Ach, hat deine Mutter eine Spinnenphobie? Keine Phobie, aber sie findet sie eklig. Okay, die ist mega cool. Foto. Im Übrigen, Leute, ab sofort gibt es bei uns noch so einen kleinen Fotobewerb mittendrin. Jeder darf so 2-3 Fotos von einem Monster schießen. Machen wir auch nur, wenn wir Neues sehen. Ich blende sie am Anfang des Videos irgendwo ein und ihr entscheidet dann, wer das beste Foto geschossen hat. Und wehe, ich höre dabei wieder ein Flame. Gegenüber dem Sunny. Du willst rein objektive Meinung. Das sind irgendwie subjektiv vorhanden, weil ich es genau bin. Ja, ich sag ja nicht, von wem welches Foto ist. Aber ihr sollt mir dann die Fotos schicken. So, dich will ich einmal reiten. Ich will auch. Ich will ihn ja in das Flammending reinschubsen. Ja, was für Angriffe hat. Die kann ich ja einmal kurz machen. So ein Flammenstrahl und ja, das. Rein da mit dir. Ich bezweifle, dass es ordentlich Schaden gemacht hat. Aber es hat ja, auf jeden Fall was gemacht. Es hat ja jetzt die Flammenpest und da nicht einen durchgehenden Schaden. Was wir hätten machen können, das wäre auch sehr sinnvoll gewesen. Wir hätten den Schlammkäfer eben kurz holen können. Ja. Der ist da ganz hinten. Machen wir, wenn das Vieh einmal abhaut, dann holen wir den Schlammkäfer. Ich glaube, die kriegt man durchgehend von dem, weil der hat ständig so kleine Viecher, die ihn mit Seilen besprühen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es auch so eine Art Rüstung, das wie beim. Warum läuft das Vieh rückwärts? Oh, gutes Foto. Fotosession? Ah, jetzt habe ich 3 Fotos gemacht. Ja, ich habe glaube ich auch mal 3 jetzt vollständig. Karte? Ist ein anderes Vieh in der Nähe? Nö. Ich habe auch eine Miefnetz eingesammelt. Nein, das wollte ich aber nicht. Teil dich mal mit, ne? Ich wusste, warum ich mir den Reiniger mitgenommen habe.
Ja, gegen eine Spinne macht das Sinn. Ich sag nur bei. Gott, wie hieß er? Ich komme doch nicht auf den Namen. Vor allem der spawnt auch noch die Kleinen. Hä? Wir hatten doch im anderen Teil auch eine Spinne. Jetzt kommt von der Decke runtergehangen. Wie hieß das Team nochmal? Aknaxtos oder glaube ich. Nee. Nee. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal den Schlammkäfer holen. Mach das, ich gehe dem Pina. Oh nein, habe ich eine Reihe dabei? Oh, egal, ich habe eine Katze, das reicht. Vor allen Dingen hier oben drauf ist noch eine Miefnerz. Ich setze eine Miefnerz ein. Macht das Vieh auf mich heiß? Warum? Boah, ich habe ihn gerade. Alter, habe ich ihn gerade viel getroffen. Ich habe ihm gerade die Seide abgeschlagen. So, und jetzt darf ich rennen. Der müsste ja eigentlich auch klettern. Das ist immerhin die Spinne. Folgt es mir hier hoch? Nein. Hier im Spiel. Ja, das ist ja ekelhaft. Das ist eine riesige Spinne, gegen die wir gerade kämpfen. Follow me! Ich hab's gesagt! Wir kriegen Besuch! Weißt du, ich hab mal das gerade gehört? Ich hab das gehört, dass du, deine Mutter das Spinnen wie eklig fand. Ja. Ich hab's fand ich amüsant! Wir haben ein Spielzeug schon wieder! Nein! Oh meine! Meine Spinne! Das ist jetzt mein Spielzeug! Und die krieg ich grad gut aufs Maul! Ich würde gerne den berittenen Rächer sehen, aber ich will die halt auch da vor das Wasser dingen. Ach, scheiß drauf. Die Flammenexplosion. So. Wir kriegen zwar von dem falschen Vieh das Material, aber egal. Wohin flüchtet es? Weg davon. Auf und davon. Das Schöne ist, ich habe hauptsächlich Kavalit bekommen von Basarios. Same. Nicht nur du. Du kannst hier im Gang stehen bleiben. Ich nutze eine Miefner zum Wehen zu dem Wasserteil locken. Okay. Du kannst einfach zu dem Wasserding hingehen, genau nach vorne Falgo besetzen und ich versuche ihn dann da reinzulocken. Meinst du das Wasserteil oder in die Fallgrube? Der soll vor die Wassersprengfalle da. Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen, wenn er dann da in die Fallgrube fällt, der kann dann dem Ding nicht mehr abhauen. Ah, okay. I understand the plan. Irgendwie müssen wir es ja ausgleichen, dass wir einer weniger sind. Der Kai wird gleich schon wiederkommen, wenn er vielleicht jetzt nur. Wir können drüber reden, Spinnlein. Ich hab nie gesagt, dass du hässlich bist. Ich hab mich nie über dich beschwert. Das war Sunnys Mutter. Nee. Sie hat dich beleidigt. Das war nicht ich. Wir können darüber reden! Ich bringe einen Freund mit! Hi, Spinny! Hallo, da hinten! Verschaubar. Und ich habe immer noch Fassbomben, ich kann das auch noch in die Luft jagen. Ja, ich hab eine Knallkröte dabei! Läuft! Das Wasser sind und dann die Knallkröte dahin. Weg! Krabumsal! Mehrfach Krabumsal! Das hat gesessen! Wir haben es geschafft! Wir haben hier den Arsch gebrochen! Der Sack ist weg! Ich weiß, ich brauch's nicht zensieren, weil bei einer Spinne heißt es nun mal so. Jetzt?
Ja, man nennt das Spinnensack. Beziehungsweise Seidensack. Irgendwas in der Art nennt man das. Ich denke mal, man kann die Beine brechen, man muss halt echt eine Seide abzuhören. Ja, deswegen kann man das ja so stark sammeln. So, jetzt geh wieder. Oh, ich hasse das. Hä? Genau jetzt ist er wieder da. Was habe ich verpasst? Spinnchen hast du verpasst. Du hast einen Streit zwischen Fannys Mutter und einer Spinne verpasst. Streit will ich jetzt nicht nennen. Und dann mein Gespräch darauf, dass ich nicht schuld war. Kann man die kleinen Spinnlein, du kannst die kleinen Spinnlein auch angreifen. Die sind eine Attacke, aber man kann sie angreifen. Und der ist genau so gewandert, dass ich nicht getroffen habe, das dreckige Ding. Ja, knack, knack. Ich sag ja, Spinnchen. Und meine Mutter mag Spinnchen, ich finde die eklig. Keine Angst vor ihm. Och, ich war. Meine Schwester auch. Ne? Warte mal. Erstens das. Okay. Blitzbomben funktionieren nicht bei dem. So, Sunny. Spaß ist angesagt. Hui. Okay. Oh Mann. Wo bin ich hier reingeraten? Also eine Frage, war Eis oder Wasser richtig bei dem? Ich habe nämlich Eis genommen. Ich weiß doch auf dem Kopf nicht, was guck ich nach? Ich muss erstmal wetzen. Dakna Kadaki. Eis ist besser. Im Übrigen, wir haben einen Fotowettbewerb ab sofort. Du darfst maximal 3 Fotos schießen, das Beste darfst du mir schicken und die Zuschauerschaft entscheidet, welches gewonnen hat. Falls du da mitmachen willst. Wir können hier sogar noch oben drauf machen, dass der andere, die Verlierer den Gewinner immer 10 Megatränke geben müssen. Damit man so eine Begeisterung dafür da ist, dass man auch gewinnen will. Wenn ich deine Community einschätze, dann macht ihr einfach ein Foto davon, wie es dann ja auf Small kriegt. Das funktioniert schon. Ja, wahrscheinlich ja. Ich weiß auch nicht, was sie zurzeit gegen Sunny haben. Die sind ihm komplett kratzbürstig gegenüber. Nein, ich will nicht wetzen. Ich hab auch nicht mehr Geld nach Schärfe. Ich wollte heilen. Was hast du kaputt gemacht? Eins von den Netzen und das Bein. Ah, ich verstehe. Wenn du die kleinen Viecher umbringst, dann hat es wahrscheinlich diese Punkte auf dem Rücken nicht mehr. Das sind die kleinen Biester. Also das sind schon Monster. Aber es kann die halt nutzen. So, jetzt hat man die Möglichkeit. Bring die Kleinen um. Nein, der ist wieder verzogen. Und da ist der Riesensack schon wieder. Mega, ey. Also ich finde das Spiel mega cool. Ja, Hilfe! Da ist ein toter Sunny. Wenigstens jetzt blamen sie. Ich war halt bewusst und ich wollte mich halt nicht wehren. Das war echt schade. Also du darfst 3 Fotos machen und 1 davon mir schicken. Ich blende die am Anfang des Videos irgendwo ein. Im richtigen Moment nicht hier von deiner Stelle teilen, wäre jemand perfekt gewesen. Aber ich glaube, du hast gerade die Waffe gezogen. Das Vieh fehlt gerade bis zum Anfang. Ich popp mich einfach zu der untersten Basis. Mann, warum bewegt er sich dabei immer? Durch die Jagd auf die Buschi bin ich übrigens jetzt auf Jägerin 53. Das haben wir gesehen. Ach, das habt ihr noch gesehen. Ja. Kann es sein, dass jedes Mal, wenn man die Seide abbricht, das als ein Bruch zählt? Ja, kann schon sein. Ja. Ich glaube, ja. Aber wir haben ihn bisher, glaube ich, so 20 Mal was gebrochen. Ja, wie mal Daumen. Aua! Oh nein, 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 nein! Du hast gerade ein Problem? Ja, unser dritter Mann hat gerade mitgedacht. Danke, danke. Ich gehe mal auf Lebensstaub schon mal, ne? Ich hab keinen mehr. Ich hab euch gerade beide in meinem Gipfel durchgezogen.
Nein, genau jetzt ist er auf weiß gegangen. And I'm dead. Und wieder ein bisschen Seide. Okay. Stimmt, kann man ihm vorne auch was brechen. Zack. Ich hab nur die Hälfte verstanden. Ob man nur bei einem Bein die Seite abwandeln muss, damit er diese Seite von selbst geht. Nee, du musst eigentlich, du musst alle machen. Das und Dumme ist ja, dass er sich stets die Seite wiederholt. Und im Gegensatz zum Marauf muss der ja nicht bei einem Schlammsumpf dafür sein. Als ob ich jetzt nicht getroffen habe, ich stand doch direkt an denen dran. Nein, ich will das nicht. Hey, Misty, komm mal hierher. Bleib die Kulte an. Kann ich gerade tatsächlich sogar gebrauchen. Weil ich muss wetzen. Ich habe die Dobra gesetzt. Einfach so. Laut schreien tut der jetzt aber nicht. Natürlich triffst du mich im Lauf. Natürlich geht er auf mich. Natürlich. Freu dich doch, sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Ah, das stimmt auch wieder nicht. Will doch nur wetten, Mensch! Ich habe keinen Fallenkäfer, sonst könnte ich eine sichere Zone machen. Was habe ich mir jetzt davon erhofft? Oh Mann. Mach noch eine Feuerwelle. So. Zack. Und es haut schon wieder ab. In die 12 erhofften dich. Dann müssen die 12 locken. Oder die jetzt selber nicht. Ich könnte eine Dummbombe werfen und wir hoffen aufs Beste. Ne. Ich bin doch gerade Brückenpanzer. Ich habe jetzt aber eine Dummbombe geworfen. Hoffen wir mal aufs Beste. Vielleicht geht er in die 12, dann können wir nochmal sprengen. Also wir haben ihn jetzt schon zweimal so eine Wand reingejagt. Einmal in die Feuer, einmal in die Wasser. Ja. Die Wasserwand, die hat sogar 1600 gemacht ungefähr. Ja, ich auch, weil er noch von seinem Wasserspiel vom Blut war. Nee, den habe ich jetzt danach geworfen. Ey, komm, die roten Klauen, die kann man noch safe brechen. Wo man schon... Ich muss das jetzt einfach mal aufs Exempel testen. Ah, es geht doch. Ich hab mich nur... Ich hab nur Scheiße geworfen. Nee. Oh, nevermind. Du kannst gar nichts. So, ich habe euch den Job abgenommen. Ihr müsst diesmal nicht flamen. Ja, Leute, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten. Entweder in der Arena, falls jetzt kein neues Monster unter den neuen Questen ist, oder bei einem neuen Monster.